Jan Giebels vertreibt mit seiner Firma 3D-Drucker in der ganzen Welt. Und er entwickelt sie ständig weiter. Für ihn gehört die Zukunft den Heimdruckern. Beispiel Küchenlampe. Es bricht irgendwo ein kleines Plastikhäkchen ab. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder die Lampe neu kaufen oder wegschmeißen. Also gehe ich her, repliziere das Teil mit einem 3D-Drucker und habe mein eigenes Ersatzteil hergestellt, ohne auf Hersteller angewiesen zu sein. Es ist so einfach, wie es klingt. Im Netz finden sich zehntausende 3D-Modelle, vom Seifenspender bis zur Wäscheklammer. Wie bei einer Heißklebepistole trägt der Druckkopf erhitzten Kunststoff auf eine Trägerplatte auf. Ist die erste Lage fertig, bewegt er sich minimal nach oben und zeichnet die zweite Lage. Nach und nach entsteht so das dreidimensionale Objekt. Und nach einer Abkühlzeit ist es einsatzbereit. Doch die frei verfügbaren Modelle sorgen für Probleme. Denn das Netz beherbergt auch Objekte, die gegen Gesetze verstoßen können. Wenn ich jetzt hier mal Waffen, Weapons eingebe, dann sehen wir hier schon einen Victorian Knuckle, eine Art Schlagring oder auch ein Blastrohr, ein Messer oder ein American Fist, Ninja-Sterne. Auch das kann ich mir jetzt herunterladen, in unsere Software importieren, für den Druck aufbereiten und mit einem Klick an den Drucker senden. Zukünftige Druckergenerationen werden auch Metalle verarbeiten. Dadurch erweitert sich das Spektrum des Druckbaren, aber auch das der rechtlichen Streitfragen. Und die sind schon heute für Juristen ein weites Feld. Für Nichtjuristen ein undurchblickbarer Dschungel. Dort greifen urheberrechtliche Aspekte, Markenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht und denken Sie an die Waffen, die produziert werden können aus 3D-Druckern, das Waffengesetz, also ein bunter Strauß von Vorschriften. Der aber nicht in jedem Fall greifen muss. Denn Gesetzgeber und Rechtsprechung sind noch nicht auf alle neuen Fragestellungen vorbereitet. Präzedenzfälle existieren kaum. Ein Beispiel. Ob die Bereitstellung von 3D-Waffenmodellen strafbar ist, ist nach wie vor unklar. Man könnte jetzt argumentieren, dass die Anleitung in § 40 Waffengesetz ja ausdrücklich genannt ist, zum Beispiel für Molotow-Cocktails. Das heißt, dass eine Anleitung zur Erstellung von Waffen ansonsten nicht strafbar sein könnte. Aber das wird die Rechtsprechung noch ausprägen müssen. Eine Grauzone also, in der sich die 3D-Druckergemeinde bewegt. Und nicht nur die allgemeine Sicherheit, auch der Markenschutz könnte durch 3D-Drucker bedroht werden. Schon heute können Objekte auf mehrere Mikrometer genau gescannt und digitalisiert werden. Auch wenn hier ebenfalls Präzedenzfälle fehlen, die Rechtslage für Heimanwender erscheint schon deutlicher. Also wenn ich eine Sonnenbrille, eine Original-Sonnenbrille habe, dann darf ich mit dem Recht der Privatkopie von diesem Original bis zu 7 Kopien erstellen. Das hat sich so als Richtwerk in der Praxis herausgebildet. Also für Mutter, Vater, Sohn Sonnenbrillen einfach rechtmäßig kopieren. Das Recht auf Privatkopie besteht in Zukunft nicht nur für Musik und Filme, sondern auch für geschützte Gegenstände. Werden die Modelle aber ins Netz gestellt, greifen dieselben Gesetze wie bei allen anderen Dateien mit rechtlich geschütztem Inhalt. Mit denselben Konsequenzen. Wenn sich 3D-Drucker etablieren und 3D-Scans im Internet bereitgestellt werden von schutzfähigen Werken, gehe ich davon aus, dass wir eine Abmahnwelle haben werden, genauso wie wir sie aus dem File-Sharing kennen. Allerdings ist in der Community ein gewisser Selbstreinigungseffekt da, dass beispielsweise eben zum Thema Waffen oft von den Community-Members gesagt wird, wir nehmen die lieber raus, wir stehen nicht dahinter, das ist nicht unsere Intention. Die werden dann aus gewissen Communities verbannt. Aber wie das im Leben so ist, alles findet seinen Weg. Es werden neue Communities entstehen, wo diese Teile dann wiederum zu finden sind. Erste Plattformen sammeln schon 3D-Modelle, die von anderen Plattformen verbannt wurden. Illegale Objektdateien werden genauso wenig aus dem Web verschwinden, wie es andere illegale Dateien getan haben. Aus File-Sharing wird File-Sharing.